Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum dritten Teil des Themas Beautiful Code in Python. Wir waren beim Teil 2 bei den Reiskörnern hängen geblieben, die auf ein Schachbrett passen. Also wie viele Reiskörner schaffen auf dem Schachbrett, wenn man auf das erste Feld ein Reiskorn legt, dann auf das zweite 2, auf das dritte 4 und immer wieder verdoppelt. Und wie viel wiegt das eigentlich alles? Das war Teil 2. Und das hier ist, was ihr hier gerade seht, ist der entsprechende Code dazu. Und in Teil 3, das soll ein relativ kurzes Tutorial werden, da werden wir jetzt mal das Ganze so abwandeln, dass die Entwicklung der Reiskörner pro Feld grafisch angezeigt wird. Also wie visualisiert man eigentlich diese Entwicklung? Und wir fügen noch ein paar Optimierungen rein, wie man den Code noch kürzer, noch netter, besser lesbar machen kann, im Sinne von A Beautiful Code in Python. Ja, starten wir mal. Ja, als erstes importieren wir uns die Matplotlib. Das ist ein spezielles Modul, in dem viele, viele Methoden enthalten sind, die das Ganze grafisch darstellen. Wir wollen jetzt nicht alles importieren, sondern nur ein bestimmtes Modul namens PyPlot. Und normalerweise würde man dann jedes Mal PyPlot Punkt und dann kommt irgendeine Funktion schreiben müssen, um bestimmte Funktionen dann aufzurufen. Deswegen sage ich jetzt mal, ich möchte gerne dieses Modul immer mit PLT für Plot aufrufen. Das ist die Nummer 1. So, die Nummer 2 ist, was ich machen möchte, ich habe ja hier ausgerechnet, wie viele Reiskörner auf das jeweilige Feld raufpassen. Und ich muss dann nachher diesem Plot-Modul die Daten übergeben. Das mache ich in Form einer Liste. Ich gebe dem Plot-Modul einfach nur eine Liste mit Daten und die enthält jetzt 64 Zahlen und zwar jeweils eben aufsteigend in der Anzahl der Felder des Schachbrettes, die jeweilige Anzahl der Reiskörner. Und dazu brauche ich erstmal eine Liste, um überhaupt die Anzahl der Reiskörner pro Feld zu speichern. Also sage ich jetzt mal, was nehmen wir als Liste? Feld, Liste, gleich zweieckige Klammern. Das bedeutet eben, ich habe jetzt eine Liste angelegt in Python, die leer ist. Drittes Thema ist dann hier in der Schleife, wird ja für jedes einzelne Feld ausgerechnet, wie viel Reiskörner auf dem jeweiligen Feld liegen. Also Reiskorn enthält immer die Anzahl der Reiskörner auf dem jeweiligen Feld. Und das muss ich jetzt irgendwie in diese Liste reinkriegen. Und das funktioniert so, dass man eben einfach den Namen der Liste schreibt, in dem Fall Feld Liste. Und dann sagt Append, also anhängen. Und was möchte man anhängen? Man möchte jetzt den Inhalt der Variable Reiskorn anhängen. Denn die enthält ja jetzt jeweils immer die Anzahl der Reiskörner pro Feld. Das wäre schon alles, um die Liste zu generieren. Jetzt hier ein paar kleine Optimierungen. Hier habe ich zum Beispiel geschrieben, dass die Gesamtsumme aller Felder immer die Summe ist plus die Anzahl der Reiskörner und das wird hier aufaddiert. Also auf gut Deutsch, was ist die Summe vorher gewesen? Da kommen dann die Anzahl der Reiskörner hinzu. Und das ergibt dann den neuen Wert der Summe. Das kann man so schreiben, wie es hier steht. Das ist eigentlich auch ganz gut lesbar. Es gibt aber eine viel kürzere Variante, das zu tun, indem man halt sagt, plus gleich Reiskorn. Das Ergebnis ist das gleiche. Das heißt, er nimmt sich die Variable Summe, schaut rein, was hat die für einen derzeitigen Wert. Dann addiert er Reiskörner dazu und speichert das Ganze gleich wieder unter Summe ab. Damit hätte man hier quasi alles in einer etwas kürzeren Form geschrieben. Das ist die erste Optimierung. Die zweite Optimierung, die ich mit einfügen will, sind sogenannte F-Strings. Ich habe hier gesagt, das ist eigentlich hier ganz schön, dass man einfach hier so einen String reinschreiben kann, ein Feld, dann kommt ein Platzhalter, dann kommt später dann hier aus Format Feld plus 1, kommt hier in diesen Platzhalter rein. Dadurch ist ganz gut lesbar, wie das Ganze hier eben aufgebaut wird. Es gibt seit Python 3.6 und wir setzen hier ja 3.6 ein, sogenannte F-Strings und die vereinfachen das Ganze nochmal erheblich. Das Interessante ist, dass man hier einfach ein F davor schreibt und jetzt kann man hier in dieses Feld gleich dem Feld reinschreiben, also diesen Platzhalter gleich reinschreiben, welche Variablen da eigentlich angezeigt werden sollen.
Und das funktioniert sogar mit entsprechenden Ausdrücken. Also ich möchte ja hier nicht Feld 0 stehen haben, sondern ich möchte ja immer, obwohl es mit 0 anfängt, Feld 1 als erstes Feld, Feld 2 als zweites und so weiter drin stehen haben. Hier möchte ich Reiskorn drin stehen haben. Und zwar mit diesen Formatierungsparametern. Und hier möchte ich Summe stehen haben. Und zwar mit diesen Formatierungsparametern. Und das ganze Thema kann ich dann wegnehmen. Und genau dasselbe kann ich hier unten machen. Wenn ein Reiskorn sowieso wiegt, dann wiegen wieder S-String diese hier Gewicht Reiskörner. Und dann habe ich das Gewicht in Tonnen. Das wäre die zweite Optimierung, also hier mit S-Strings zu arbeiten. So, und wenn ich damit fertig bin, dann wollte ich ja jetzt sagen, okay, das alles soll ausgedruckt werden, alles prima. Jetzt möchte ich aber ganz gerne eben das Ganze auch noch grafisch ausgeben. Das war ja die Idee, das Ganze eben in Form eines Graphen auszuplotten, eines Plotters. Also sage ich jetzt PLT, das ist eben das, was ich hier oben als Namen für das Modul definiert habe, dann Punkte. Jetzt hole ich mir eine bestimmte Funktion, die heißt Plot. Und alles, was diese Funktion braucht, ist eine Liste von Werten. Also gebe ich hier eben Feldliste ein. Und das nächste, was ich machen muss, ist Plot diesen Graph dann auch wirklich anzuzeigen. So, und das soll es dann auch gewesen sein. Und dann starten wir das Ganze mal mit. Ja, und da sieht man eben, hier unten haben wir noch ein Problem, weil ich hier irgendwas falsch gemacht habe mit dem F-String. Aber hier ist genau das, was ich eigentlich haben wollte. Ich habe jetzt hier den Graph, ohne jetzt große Formatierung zu benutzen. Aber hier sieht man eben, das fängt in dem Fall tatsächlich bei 0 an und es geht hier bis zum Feld 64 und das Ganze eben 0,8 mal 10 hoch 19. Das sind dann eben diese 8 Trillionen, von denen wir vorhin mal gesprochen haben, die dann auf dem letzten Feld liegen. Was gibt es noch zu sagen? Man könnte jetzt hier viel machen. Also in diesem Plot-Modul gibt es Möglichkeiten, die Linie zu verstärken, andere Farben einzusetzen, die Skalierung hier vorzugeben, tatsächlich das Ganze mit 1 anfangen zu lassen und so weiter und so fort. Aber eigentlich war es das schon. Jetzt muss ich hier nochmal schauen, warum er hier Summe und so weiter geschrieben hat. Das ist, liegt wahrscheinlich wieder daran, dass hier auch noch ein F vorkommen muss, weil ich das Ganze hier aufgesplittet habe. Ja, und da sieht man jetzt, es ist auch richtig dargestellt. Hier sind die entsprechenden Themen. Hier haben wir unsere 9 Trillionen, ja, doch mehr als 0,8, also nicht 8 Trillionen, sondern 9 Trillionen sind hier angezeigt worden. Das ist der Wert für das letzte. Das zeigt eben auch sehr schön die exponentielle Funktion. Das sieht hier aber ein bisschen komisch aus, dass es so flach ist und dann erst hier ansteigt. Das liegt einfach daran, dass wir hier schon bei 2 Trillionen sind. Und bei diesem Maßstab, der hier gewählt wurde, hier unten 0 und hier oben ungefähr 10 Trillionen, würde ich jetzt mal schätzen, es scheint es so, als wenn diese Linie erstmal gar nicht steigen würde und erst hier geht es dann nach oben ab. Das ist eben dem Umstand geschuldet, dass wir hier mit sehr, sehr großen Zahlen handeln. Und auf dieser Skalierung sieht man dann tatsächlich erst sehr spät, wie sich das entwickelt. Wenn man das mal ein bisschen höher zieht, kann man kaum sehen, dass eben in Wirklichkeit diese Linie natürlich steigt. Aber bei der Skalierung merkt man es erst ab dem Feld 53, 54 und so würde dann diese Exponentialfunktion nach oben explodieren. Und das soll es auch schon gewesen sein. Und da sieht man auch, wie einfach das Ganze ist. Aus so einem einfachen Programm, was ich vorhin mal hatte, was eigentlich nur die Zahlen darstellt, auch schon gleich eine Grafik eben draus zu machen. Vielleicht als letztes, wenn ihr die matplotlib nicht im Zugriff habt und ihr kriegt einen Fehler bei diesem Befehl in Python, dann liegt es einfach daran, dass ihr dieses Paket noch nicht installiert habt. Wie installiert man sowas? Das installiert man, indem man in das Terminal geht. Ich habe ja hier unten das Terminal und hier eintippt pip
PIP ist die Abkürzung für PIP Installs Packages, also schon wieder eine Abkürzung, die die eigene Abkürzung enthält, rekursiv. Da merkt man schon wieder den besonderen Humor unserer Python-Leute, PIP. Und dann kommt Install und dann gibt man einfach den Namen der Bibliothek ein und oder des Paketes ein, das man installieren will. Ich möchte hier matplotlib installieren. Ups, nicht mit Doppel-T, sondern matplotlib installieren. Und wenn ich das hier mache, dann schaut er nach, was man dazu alles braucht. Es gibt nämlich bestimmte Abhängigkeiten. Dieses Paket braucht dann wieder andere Pakete. Zum Beispiel sieht man hier, dass es NumPy zum Beispiel als Paket braucht und Kiwi Solver und Six und Cycler und was weiß ich nicht alles. Und dann schaut er sich die ganzen Abhängigkeiten an und prüft ab, ob diese ganzen Abhängigkeiten bereits installiert sind. Und dann sagt er mir, ich habe das schon installiert. Ja, und so würdet ihr dann eben die matplotlib hier unten installieren. Und wie gesagt, bei mir funktioniert das nicht, weil ich schon installiert habe. Und das Upgraden von pip würde ich jetzt hier gar nicht probieren wollen. Wie immer, das Ganze wieder auf GitHub hochgeladen. Da seht ihr dann eben diesen Teil 3, wo wir dann eben genau diese Darstellung haben und dann einfach sagen plot reis und dann zeigt das Ganze an. Und das war's auch schon. So stellt man Werte, beliebige Werte, einfach mal schnell grafisch dar, indem man das dann entsprechend dort plottet. Ja, in dem Sinne viel Spaß weiterhin bei Python und bis zum nächsten Mal.